Hallo meine lieben Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft Survival. Nochmal richtig hinsetzen, so jetzt geht's los. Wir sind hier unten im Untergrund auf der Suche nach Diamanten, soweit ich mich erinnern kann. Und haben hier doch, wollten wir nicht hier irgendwo, haben wir nicht schon? Haben wir? Wollten wir nicht? Wir haben noch nicht und wir wollten aber, ne? Uns hier eine kleine Base aufbauen. Sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr. Ach, hier waren wir beim Lava-Ding, genau. Und hier ist unser Strip-Mine-Gang, genau. Wir bauen uns hier mal kurz eine kleine Base auf an diesem Platz. Dass wir einfach ein paar Kisten hinstellen können und ein paar Öfen, dass wir unser Inventar ein bisschen freikriegen. Also Kisten müssen wir schauen, ob wir jetzt da Holz überhaupt mit haben. Das weiß ich aktuell gerade gar nicht. So, hier machen wir mal ein bisschen Platz. Ah, das war die Spitzhacke. Wir haben kein Holz da, aber wir können auf jeden Fall uns jetzt mal einen Ofen machen. Was natürlich nicht geht. Ohne einen. Na, sag schon, ohne ein Ding. Ohne eine Werkbank, genau. Das heißt, wir müssen ganz kurz mal den Weg nach oben finden, uns da ein bisschen Holz klauen und wieder runterkommen. Wo auch immer wir gerade herkamen. Wo ist denn hier? Hier muss doch irgendwo ein Aufgang sein. Ach, hier. Gut, dann gehen wir mal kurz hoch. Und suchen uns Holz, weil wir echt keins dabei haben. Okay. Das habe ich vergessen. Tut mir leid. Da müsst ihr jetzt durch. Yay. So, wir schauen mal, ob wir noch irgendwann ankommen da oben. Ah, bestimmt. Mal was essen. Wir müssen uns ja auch wappnen gegenüber eventuellen Feinden, die da oben auf uns warten. Das weiß ich ja gerade gar nicht. Ah, da sieht man schon, da kommen wir her. Sehr schön. Ja, das ist unsere Axt, die wir noch haben. Genau, hier sind wir rausgekommen. Nehmen einfach mal jetzt das Holz mit. Wir brauchen ja nur ein bisschen Holz für eine Werkbank und eventuell für Sticks. Sticks haben wir noch 32, okay, dann ist ja alles gut. So, 7, dann fällen wir den auch nochmal mit. Hier sind Kühe. Und Hühner können wir uns auch mal merken, wenn wir dann irgendwann mal unseren kleinen Bauernhof eröffnen wollen. Der ist ja geplant, aber noch nicht in Arbeit sozusagen. Gib mir das Holz, Dankeschön. So, 16 müsste eigentlich reichen. Dann gehen wir wieder hinab. In die Tiefe. Dum-dum-dum. Ja, doch relativ schnell. Ich befinde mich gerade in der ersten Minecraft-Survival-Aufnahme nach der Abschaffung meines Upload-Plans. Nochmal gleich kurz eine Erklärung dazu. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe aktuell so viel zu tun mit Uni und Arbeit und so, dass ich halt echt nicht schaffe, jeden Tag nur das Video rauszuhauen, was auf dem Plan steht. Jetzt überhaupt irgendwas aufzunehmen, dann zu rendern und so, es dauert ja alles seine Zeit. Von daher gibt es keinen Uploadplan mehr. Ich versuche trotzdem, also die Spiele werden nicht geändert. Ich versuche weiterhin jeden Tag ein Video rauszuhauen. Dass es nicht immer klappen kann, ist ja hoffentlich normal. Oder kann man eventuell verstehen. Ja, jetzt haben wir auch dafür das Achievement bekommen. Yay, ich freue mich. So, wir machen uns mal. Ich würde vorschlagen, gleich zwei Kisten. So. Da können wir erstmal den Bruchstein reinsortieren. Die Fichtensetzlinge. Granit, Andesit und Diorit. Bruchstein. Unser Holz, das behalten wir mal lieber. Ein bisschen Redstone. So, jetzt machen wir uns mal mit dem Bruchstein zwei Öfen. Die wird da und da. Die können wir nicht mehr öffnen danach, ne? Das war natürlich ganz schlau, Jonas. Gut, dann stellen wir die woanders hin. Nämlich hier. So,
Da kommt jetzt ein bisschen was rein. Für das Hallo? Achso, so natürlich, ja. Ja, gut, ich bin noch ein bisschen verplant. Ich wieder reinkomme in Minecraft. Ist auch schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. So, und in dem anderen können wir ja mal das Gold reinpacken und auch ein bisschen Kohle. Dann kann das auch schon mal vor sich hin brutzeln. Den Kies brauchen wir aktuell auch nicht. So. Wir haben Eisenschaufeln, die Hacke brauchen wir auch gerade überhaupt nicht. Und Brot. Was wir auf jeden Fall aber brauchen, sind jetzt hier. Ich mache mal alles falsch. Erstmal Fackeln. Achso, ne, okay. So, Fackeln haben wir jetzt wieder ein Stack und noch zwei alte. Und wenn er hier das Eisen fertig ist. Zum Beispiel machen wir uns erstmal wieder. Na, 1, 2 und 1, 2 und 1, 2, 1, 2, 1, 2. Zack, die Wurst. Technischer Fortschritt, ja, das habe ich auch schon. Das ist alles Unsinn, was wir hier bekommen für Achievements, aber naja, gut. Gut, dann würde ich sagen, hatten wir in dem Gang hier auf jeden Fall irgendwo massig Kohle, die wir auch mal abbauen können. Können wir mitnehmen, ist ja nicht so schlimm. Kohle ist immer zu gebrauchen. Hier ist der Aufgang, lassen wir mal lieber. Hier ist noch ein bisschen. Genau, also um alten Thema nochmal zurückzukommen, es gibt jetzt keinen Uploadplan mehr. Es kommen einfach Videos, wann sie kommen. Ich versuche die immer abends rauszuhauen, wenn ich es denn schaffe, jeden Tag ein Video aufzunehmen. Aktuell ist es wirklich ganz eng aus dem Zeitplan. Von daher werden wir uns da jetzt gemeinsam dran gewöhnen müssen, dass ich einfach den Plan aktuell nicht schaffe. Wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann werde ich nochmal überlegen, eventuell wieder nochmal einen Ablaufplan anzufertigen. Aber gerade da wir jetzt auch in der Planung stecken von unserem Zweitkanal von Jonah Entertainment und da auch ganz schön viel machen müssen, da hat es nämlich jetzt am vergangenen Sonntag, also am 14.06., hat es da den guten PC zerschossen von Trinkgenuss, weil wir da ein Programm runterladen mussten, um ein altes Retro-Spiel zu installieren. Das hat den PC von Trinkgenuss verschossen, den Laptop. Der war dann kaputt, da sind alle Daten weg. Der war leider nicht mehr zu retten, sozusagen. Und so, weil wir jetzt der Publisher anschreiben müssen und so. Ich habe mich jetzt aktuell nicht so viel Zeit für sowas. So. Kohle, Kohle, Kohle. Ich weiß nicht, also jetzt gerade haben wir Dienstag, den 16.06. und ich weiß nicht, ob ich das Video heute raushauen werde. Wenn ja, kann ich euch sagen, dass heute wird es einen Livestream geben auf meinem Twitch-Kanal. Wenn nicht, hoffe ich, dass ihr doch zugesehen habt. Auch für Twitch gibt es keine regelmäßigen Zeiten, da es für mich noch relativ neu ist. Muss ich erstmal versuchen, mich da ein bisschen reinzufuchsen, dann eine gewisse Routine zu entwickeln. Und wenn Zuschauer dazukommen, dann freue ich mich natürlich sehr. Dann wird es auch öfter geschehen, so ein Livestream. Wenn nicht, dann ja, halt nicht, ne? So, hier sind die 13 Gold fertig. Und die haben wir jetzt schon 17 Eisen, ist auch mal ganz gut. Jetzt klopfe ich noch die Kohle raus. Wir haben Durchzug, ich hoffe, das hört man nicht in der Aufnahme. Aber hier das Rollo von dem einen Fenster macht ein paar Geräusche, weil es durch den Durchzug hin und her bewegt wird. Aber das sollte eigentlich nicht zu hören sein. So, jetzt schauen wir doch mal. Hier verbergen sich, so wie es aussieht, keine Diamanten. Dann können wir mal uns einfach hier in diese Richtung bauen. Ich höre ein Skelett. Wenn man das hier abschießt, haben wir Arschkarte sozusagen. Aber ich hörte doch eben ein Skelett, wo ist es denn? Hier
Es kommt auf jeden Fall aus dieser Richtung. Machen hier mal eine Fackel ran und ja, hier auch, Jonas, genau. So. Dann sind wir die auch mal los. Hier auch nicht. Irgendwo wird schon sein, wir dürfen uns nur nicht von dem in die Lava schießen lassen. Da unten. So. Wir sind ja eigentlich auf der Suche, ne? Nach wie vor. Von daher würde ich mal sagen, geht der lustige Spaß hier weiter. 1, 2. Ja, können wir hier mal. So, jetzt nur 2 Abstand und nicht 3 Abstand, aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wenn das nicht so gleichmäßig ist. Hier in der Nähe scheint auch Lava zu sein. Ich weiß nicht, ob das hier unser Lavasee ist, den wir hinten gefunden haben, oder ob das irgendwas anderes ist. Bin ich mir aktuell gar nicht mal so sicher. Ja, es war ein Lavasee. Aber ist das unser Lavasee? Nee, ne? Nee, ist ein neuer. Das wäre beinahe schiefgegangen. Versuchen uns da mal irgendwie runter zu graben, aber. Interessant. Ich bin so ein Freund, der ganz gerne. Ich bin ein Freund von diesem Freilegen von diesen Lavaseen. Weil mich echt interessiert, was sich da noch so verbirgt. Redstone nehmen wir auch mit. Naja, Höhle in der Nähe weiß ich auch. Ist ja klar, wir sind ja auch unterirdisch. Da euch ein Zombie vor sich hin schluchzen. Oder stöhnen, wie man es auch mal nennen möchte. So, wir packen das mal alles hier wieder weg. Ganz brav. Gut. Dann schauen wir doch mal kurz da hinten nochmal vorbei. Ich höre immer die Slit. Genau hier. Hier in der Nähe muss es irgendwo sein. Ja, gut. So, hi, ne? Zombie ist auch anwesend. Familienfeier unter Toten. Oha, hier ist doch irgendwas in der Nähe. Jo. Da scheint eine größere Höhle zu sein. Weil mir hier sanft ein Zombie ins Ohr stöhnt. Ja gut. Finde zwar alles mögliche, aber keine Dias, ne? Weil für Dias sind wir vermutlich auch schon zu tief, oder? Eine Höhe 12 müsste eigentlich klar gehen. Ja, weiß ich nicht, oh Gott. Immer so ein bisschen Angst bei Lavaseen in Verbindung mit Monstern. Und wir müssen versuchen, den hier ein bisschen kleiner werden zu lassen, ohne dass wir sterben. Dankeschön. Hi. Ich habe keine Lust darauf. Ich habe wirklich keine Lust darauf, jetzt irgendwie. Naja, gut.
Ich schau mal ganz kurz, wie lange die Aufnahme schon geht. Ah ja, ist ja fast perfekt. Okay, wir warten noch mal einen kurzen Blick. Erstmal warten wir ein kleines Hühnchen. Das ist echt super unnötig jetzt, ne? Aha, ein Lava mit einem kleinen Gefälle. Ein Lavasee mit einem kleinen Gefälle. Da oben ist eine Höhle und noch mehr Lava. Also sind ja schon ganz gut. Ich glaube, dass wir irgendwann Dias finden werden. Zwangsläufig. Aber dann würde ich mal sagen, nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. Von daher laufen wir noch zurück zu unserer Base und dann würde ich sagen, wünsche noch einen schönen Tag. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.